Hallo liebe Schüler, heute geht es um geometrische Probleme lösen. Das, was hier drüber steht, ist eine Textaufgabe und da haben die meisten Schüler ja davor Schiss oder Angst. Deswegen will ich euch heute einen Trick erklären, wie man mit einer sogenannten Textterm-Tabelle das Ganze etwas anschaulicher gestalten kann und dann auch leichter auf Rechnungen kommt, die man lösen kann. Schritt für Schritt, man geht bei solchen Aufgaben wirklich immer Schritt für Schritt vor und ich will es euch jetzt Schritt für Schritt erklären. Also bei der Aufgabe steht, dass in einem Rechteck die Länge um 4 cm größer ist als die Breite. Als erstes habe ich jetzt mal so eine Textterm-Tabelle hingeschrieben. Ihr wisst noch nicht, was dahinter steckt, aber das werde ich euch jetzt in diesem Video erklären. Am geschicktesten ist es am Anfang immer eine Skizze zu machen. Also ich zeichne irgendein Rechteck und dann versuche ich dort mal Größen einzuzeichnen. In einem Rechteck ist die Länge um 4 cm größer als die Breite. Im Text steht also Breite in Zentimeter und Länge. Also irgendwas müssen wir dazu angeben. Und die Länge ist um 4 cm größer als die Breite. Also nehmen wir eine Unbekannte, nehmen da am besten die Breite x und die Länge muss um 4 cm größer sein, dann ist doch die Länge als Term geschrieben x plus 4. Und das kann ich in meine Text-Term-Tabelle reinbringen. Also mein normaler Term, die Breite ist x, die Länge ist x plus 4. Hätte es auch anders machen können. Ich hätte die Länge als unbekannt, als x nehmen müssen, dann wäre die Breite aber x minus 4. Also ich muss immer schauen, dass diese Angabe dann auch dazu passt. In dem Fall ist es eben geschickter, die Breite zu verwenden und dann einfach, so wie es heißt, größer plus 4 die Länge zu benennen. So, und jetzt geht's weiter. Man verlängert nun die Breite um 5 cm. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal. Statt diesen x Zentimeter habe ich jetzt einfach nochmal was dazu getan. Das könnt ihr auch skizzieren. Ihr braucht das nicht so schön machen, wie ich das mit dem Geometrieprogramm, sondern da langt eine Skizze. Jetzt ändert sich der Term. Die Breite ist jetzt x plus 5. Die kann ich dann hier an dem veränderten Term eintragen. Und die Länge, die bleibt gleich. X plus 4. Denn ich habe ja nur die Breite verlängert. Verlängert heißt übrigens plus, vermindert oder verkürzt heißt minus. Sollte hoffentlich klar sein. So, das heißt, ich kann auch den Term der Länge hier eintragen, der bleibt ja gleich. Jetzt geht es im nächsten um den Flächeninhalt. Der beträgt, also der neue Flächeninhalt ist um 30 Quadratzentimeter größer als der des alten Rechtecks. Bevor wir das jetzt in irgendeine Gleichung reinpacken, müssen wir erstmal kurz wiederholen, es geht ja um Flächen. Und beim ersten Rechteck kann ich die Fläche berechnen, indem ich x mal x plus 4 rechne. Das ist ja Flächeninhalt eines Rechtecks. Aufpassen, ich muss x plus 4 in Klammern setzen, weil ich ja die ganze Seite multiplizieren muss. Bei dem veränderten Rechteck ist es jetzt x plus 5 in Klammern mal x plus 4 in Klammern. Also quasi die neue Seite mal die alte Seite, aber alles beides in Klammern, weil man ja ganze Seite mal ganze Seite rechnet. So, und jetzt haben wir hier Flächeninhalt und hier Flächeninhalt. Das Einzige, was noch dazu kommt, ist irgendwie diese 30. Jetzt müssen wir überlegen. Das neue Rechteck, also das, was rechts steht, ist um 30 größer. Das ist gleich hier in der Mitte, ist ein Gleichheitszeichen. Das heißt, wenn diese beiden Terme gleich groß sein sollen und das rechts 30 größer, muss ich hier 30 dazu nehmen. Das müsst ihr euch vorstellen wie bei einer Waage. Also momentan ist es eben ungleich, weil das hier um 30 größer ist. Also muss ich auf der linken Seite 30 dazu nehmen, damit es wieder gleich ist. Das habe ich aus meiner Angabe rausgenommen. Stattdessen könnte ich es aber auch so machen, ich könnte hier einfach 30 abziehen. Dann habe ich auch ein Gleichgewicht hergestellt. Denn dann ziehe ich hier diese 30, die zu viel oder dieses mehr sind, einfach ab und dann ist auch wieder dieses Gleichgewicht da. Das muss man sich einfach immer vorstellen. Welches ist das Größere? Dann ziehe ich da das Ganze ab oder ich gebe es bei der anderen Seite dazu, sodass dieses Gleichgewicht wie bei einer Waage funktioniert. Und jetzt haben wir eine Gleichung stehen, die wir so kennen, mit Klammern, die wir auflösen können. Grundmenge ist q plus, das heißt, ich darf alle Werte einsetzen, die größer sind als 0. Und das Ergebnis schreibe ich euch hin. Aber ihr müsst das Ganze selber lösen. Was haben wir jetzt heute gelernt? Wir haben gelernt, dass man mit Hilfe von so Textaufgaben, wie sie hier stehen, zwar ziemlich einfach arbeiten können, aber es ist ein bisschen Arbeit dahinter. Man muss Skizzen machen und man muss die Terme versuchen, in so eine Tabelle reinzukriegen, damit man eine Übersicht kriegt, wie man zur Lösung kommt. Ganz wichtig ist auch, dass dieses Verhältnis immer passt. Also wenn es um 30 größer ist wie das andere, auf welche Seite ich das der Gleichung stelle. Ihr sollt das jetzt Ganze abkupfern, abschreiben. Diese Zeichnungen, wo ich drin sitze, die könnt ihr natürlich skizzieren, sodass ihr einen Überblick habt. Und da, wo Punkt, Punkt, Punkt steht, also hier unten, das bitte selber lösen. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.